Herzlich willkommen heute Abend hier in der Rellinger Kirche zur Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Dieses herzlich willkommen gilt vor allen Dingen auch den Musikern, Chor und den Solisten. Zwei davon sind heute das erste Mal hier und singen hier zum ersten Mal in der Rellinger Kirche. Das ist einmal Frau Della Bonner und das zweite Mal Herr Wohlers. Die beiden sind heute zum ersten Mal. Die Johannespassion. Scheinbar geht es um den Tod eines Menschen. In Wirklichkeit aber geht es um unser aller Leben. Und wie es zur Freiheit geführt wird, aus der Knechtschaft des Todes zur Freiheit des Lebens. Bis der da stirbt, sagen wird, es ist vollbracht. Und zum Ende hin der Chor singen wird, ich will dich preisen, ewiglich. So steht am Ende des Werkes das Gotteslob. Und nun wünsche ich uns allen einen schönen Abend. Ein kleiner Hinweis noch vorweg, es wird keine längere Pause geben. Das heißt, bleiben Sie sitzen nach dem ersten Teil. Und nun lassen Sie uns dieses Werk hören, genießen, wie es gespielt und aufgeführt wird und vielleicht diese Botschaft hören, dass am Ende auch wir sagen können, ich will dich preisen, ewiglich. Vielen Dank. Thank you.
verriet, wusste den Ort aus. Denn Jesus versammelte sich oft, daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar, und der hohe Priester und Pharisäer Diener, konnte dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus! Dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Thank you.
andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Tüderin und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Tüderin, zu Petrum: Ah.
gingen hin das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würde, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm:
ein König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da ihr das gesagt, gingen wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Judenkönig losgebe? Da schrien sie wieder allesamt, sprachen: Ha ha ha.
flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Thank you.
weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, wer mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünden.